Die erste Anruferin heute heißt Alexandra und sie ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Alexandra. Ja, ich grüße dich, Domian. Ja, ich dich auch sehr herzlich. Um was geht es denn bei dir, Alexandra? Also, bei mir geht es halt um eine Erkrankung, also eine Folgeerkrankung vom Suchtverhalten. Mhm. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt. Ich hatte gestern schon mal versucht durchzukommen. Ja. Ich habe halt Heroin und Kokain IV gebraucht, also intravenös. Mhm. Hatte 2003, verstehst du mich? Ich verstehe dich sehr gut. Also du hast HIV IV gebraucht. Genau, also du hast gespritzt. Du hast es gespritzt. Du hast Heroin Richtig. Und Kokain gespritzt. Wohin hast du es gespritzt? Also ja, das Heroin erstmal überall, wo es erstmal so geht. Und als nichts mehr ging, da war die Leiste. Die Leiste? Ja, du hast dir, ja in der Leiste. Du da hast dir das halt, Rauschgift in die Leiste gespritzt? Ja, das sind halt die Venen, die Mediziner nennen das E-Rein, von innen gezählt, Venenarterie, Nerv und dann halt in die Vene, ja. Das tut mir schon weh, wenn ich es höre und will mir gar nicht vorstellen, was das für Nebenwirkungen das hat auch, ist hat. Auch in dem Moment, wo man es tut, grauenhaft. Habe ich noch nie gehört, dass man das macht. Ja. Und das macht man, weil man nirgendwo anders mehr die Nadel reinbekommt? Zum Beispiel. Andere machen das, damit es nicht auffällt. Mhm. Und andere machen es, so wie ich, dann, weil nichts mehr geht. Hast du Heroin und Kokain einzeln gespritzt oder das gar auch noch vermengt als Cocktail? Sowohl als auch. Ne? Also ich habe das anfangs als Cocktail, hinterher habe ich das Kokain, da war ich 2 Jahre nur beim Kokain und das Heroin halt immer nur zum Runterkommen. Mhm. Ich hatte mir da eine ganz schmerzhafte Beinvenenentzündung zugezogen. Ja. Daraus folgte dann natürlich auch sehr schnell eine dicke, fette, entschuldige. Nochmal zur Einordnung. Du bist jetzt 40 Jahre alt. Wie alt warst du, als du das gemacht hast? Angefangen habe ich mit 20, mit Heroin. Ne? Ja, wie? Und mit dem Kokain habe ich angefangen, so 2003. Da war ich knapp 30. Ja. Nimmst du heute diese starken Drogen auch noch? Gar nichts mehr, nein. Ich bin im 9. Jahr sowohl Heroin wie kokainfrei, nadelfrei. Ich bin substituiert. Welche körperlichen Schäden hast du davongetragen durch diesen extremen Konsum? Furchtbar. Ich habe diese Hepatitis C, die chronische Leberentzündung. Hepatitis C, ganz schwere Erkrankung. Ja, das ist etwas, was so dann halt ja die meisten betrifft, die IV konsumieren. Ja, und bei mir ist halt durch diese Beinvenenentzündung eine Beckenvenenthrombose entstanden. Mhm. Das heißt, ich habe einen 12 cm langen Thrombus, so nennt sich dieser Blutpfropfen. Ein Wundpfropfen? Nee, Blut. Blutpfropfen. Gerunde dieser Blutpfropfen. Und dieser Blutpfropfen ist noch in dir drin? Der ist in mir drin. In dem Zustand bin ich natürlich aber immer nur halbherzig in die Krankenhäuser. Also du bist heute eine schwer kranke Frau. Ich bin so schwer krank. Ich hatte jahrelang zwar Probleme mit den Beinen, das schwoll mal an und sie waren nicht belastbar. Und jetzt vor ganz genau einem Jahr, seit einem Jahr habe ich dieses sogenannte offene Bein. Ach so, das auch noch dazu. Das ist jetzt das Resultat dieser ganzen Sache. Bist du sonst drogenfrei? Also wie gesagt, ich bin substituiert. Ja, das hast du gesagt, aber es könnte ja sein, dass du medikamentenabhängig bist oder irgendwas anderes dazu bekommst. Ja, und stimmt, genau. Ich habe dann irgendwann umgestellt auf Alkohol und Tabletten. Und das ist heute auch noch so? Ja, das ist so, dass ich bis vor 6 Wochen
fast 2,5 Jahre trocken war und medikamentenfrei war, bis auf mein Substitut, also bis auf Methadon. Mhm. Und aber aufgrund der Schmerzen, ich bekomme Morphium gegen die Schmerzen und das hilft nicht. Also ich habe teilweise Dosierungen gehabt. Also du nimmst gegen die starken Schmerzen nimmst du Morphium. Offiziell, also ich bin da in einer Schmerztherapie. Ja, offiziell heißt, du nimmst es aber auch wirklich. Ich nehme das wirklich, ja. Jetzt höre ich gerade, jetzt hast du es gerade. So wie ich soll. Ja, jetzt hörte ich gerade daraus, du hast es so angefangen zu erklären. Bis vor sechs Wochen war ich trocken sozusagen. Das heißt, du trinkst jetzt wieder Alkohol. Ich habe jetzt wieder angefangen, ja. Um die Schmerzen besser zu ertragen. Ja. Welchen Alkohol trinkst du? Ach Gott, ja, Schnaps. Schnaps. Hm. Wie viel am Tag? Also mindestens eine Flasche. Hm. Ich trinke halt Rum oder Wodka. Du trinkst diesen Schnaps und kombinierst das noch mit dem Morphium? Ja. Wie empfindet man sich dann? Wie fühlt man sich dann, wenn man so etwas zu sich nimmt? So. Ja, beschissen. Du sprichst ja hilflos auch. Hilflos und ich weiß, das kann ich nicht erklären. Ich hatte halt gehofft, weil wir so viele verschiedene Kombinationen von Schmerzmitteln versucht hatten. Also so diese einfachen Sachen wie Noralgin oder Ibuprofen. Ja, das hilft dann wahrscheinlich nichts mehr in deinem Fall. Sie haben, das hat irgendwann alles nichts mehr gebracht. Mhm. Diese ganzen, ja, dann hat man das halt gemacht. Ich hatte. Nun wird das ja durch den Alkohol, wird dein Zustand ja, der ohnehin schon hoch bedrohlich ist, natürlich noch viel schlimmer. Ja, und das kann ja auch nicht heilen, ne? Also Alkohol ist massiv gefäßschädigend und trägt natürlich nicht zur Heilung bei. Natürlich nicht. Du hast hier Hepatitis C, das heißt, deine Leber ist schwer erkrankt und da müssen wir gar nicht weiter reden, wenn du so viel Alkohol trinkst. Und auch noch, da habe ich dich gerade unterbrochen, nimmst du auch neben dem Morphium noch zusätzlich Medikamente, die du eigentlich... Nein. Nein. Nur diesen Alkohol halt. Aber das ist, glaube ich, auch schon mehr als genug. Ist dir das denn klar, auf welche Gefahr du dich da einlässt? Entschuldige ganz kurz, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich bin trocken im Mund, ich bin so aufgeregt. Trinkst du gerade Rum? Nein, ich trinke gerade Apfelschorle. Nein, klar bin ich mir dessen bewusst. Es gibt dann so Momente, wo ich denke, Mensch, ich will da eigentlich raus. Und dann gibt es Momente, wo ich keine Kraft mehr habe. Du spielst mit deinem Leben, aber du machst es nicht leichtfertig, das höre ich schon, sondern du bist sehr verzweifelt. Ja. Lebst du alleine? Entschuldigung, Moment. Also ich bin eigentlich Dortmunderin. Ich bin nach Hamm gekommen, weil es hier eine Einrichtung gab, die nicht in den Massen einer normalen Drogentherapie arbeitet, sondern eher so eine Alltagsbegleitung ist. Also ja? du lebst in einer Einrichtung? Ja, also Wissen die Betreuer das mit dem Alkohol? Ich habe denen das eröffnet vor... 2 Wochen circa, Wie haben die darauf reagiert? Ja, sie gucken natürlich, wie sie mir helfen können. Ich bin ja jetzt, also ich muss dazu sagen, ich war vorher 2 Jahre in einer Einrichtung, jetzt bin ich in einer anderen, weil die eher darauf bauen, dass man wieder selbstständig wird. Alexander, mal eine grundsätzliche Frage. Deine jetzige Situation ist ja maßgeblich auf deinen wahnsinnigen Drogenkonsum zurückzuführen, glaube ich, kann man so sagen. Ja. Was denkst du jetzt so, wenn du still für dich alleine bist, über deine Vergangenheit und dein Leben? Ja, ich weiß nicht, was ich dir darauf antworten soll. Da hätte vieles anderes laufen müssen, anders laufen müssen. Ich hätte
vielleicht andere Dinge, oder sagen wir so, ich habe viele Gefahren erkannt, sie aber nicht ernst genommen. Mhm. Weil ich immer noch dachte, ich bin, stehe ich drüber, so wie der Junkie, ne, der sagt, ich kann jederzeit aufhören. Mhm. Na, so kannst du dir das vorstellen. Ja, und jetzt bin ich, ich kann mich erinnern, so, ich habe so Stationen in meinem Leben erlebt, wo ich ein paar Jahre vorher Frauen gesehen habe und die drauf waren, gesagt habe, nein, so nicht. Ja. Oder wenn dir das und das passiert, dann ist um. Oder wenn du mal ein offenes Bein hast, dann machst du dich weg. Ja, aber ich lebe noch und muss damit leben. Also da ist schon eine Reue und ein großes Bedauern, dass du dich so verhalten hast, wie du dich verhalten hast. Ja. Das verstehe ich. Ja, und da ist es, hier geht es auch nicht darum, wer hat Schuld daran, ob, nein, dass ich sage, meine Eltern seien schuld oder das System. Ich war mir ja bewusst, was ich getan habe. Und ich bin mir ja auch jetzt noch bewusst, und jetzt, was ich tue. Das ist das richtiges Stichwort. Jetzt geht es ja darum, dass du aus der jetzt sehr dramatischen Entwicklung, in die du hineingeraten bist, wieder etwas herauskommst. Richtig. Ich möchte jetzt, dass wir das im Hintergrund weiter mit dir im Detail besprechen, weil ich glaube, dass das ein kompliziertes Ding ist, was wir auch sicher hier nicht auf dem Sender machen können und sollten, aber im Hintergrund mit meiner Diplompsychologin. Ja, liebe Alexander, die Christina wird dich gleich anrufen. Ich wünsche dir in all dem Leid, was du gerade zu ertragen hast, doch Zuversicht und ich wünsche dir auch Glück und auch Kraft, dass du doch einen Schritt nach vorne gehen kannst und dass du zumindest wieder von dem Alkohol wegkommst. Das wäre ja schon mal, das wäre schon mal wieder ein guter Schritt. Das wäre das Wichtigste, ne? Ja, das finde ich auch, ja. Ja. So, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von der Christina zurückgerufen. Ja. Aber ich möchte dir nochmal sagen, dass du eine tolle Sache machst mit dem, was du da tust. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich bedanke mich erstmal. Sehr gerne, Alexandra. Von Herzen alles Gute und wir melden uns gleich bei dir. Alles klar. Tschüss. Ciao.